Ja, Leute, herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander von Lernbord und heute geht es um das Thema der Ausbildungsnachweis, auch bekannt als Berichte schreiben. Diejenigen, die derzeit in der Ausbildung sind, wissen genau, wie es ist, Berichte zu schreiben. Die anderen, die gerade anfangen damit, viel Spaß damit. Ja, heute natürlich ist es ärgerlich, Berichte schreiben zu müssen. Aber wenn wir das Ganze von der anderen Sichtweise betrachten, kann es uns sogar helfen. Die Vorteile vom Berichteschreiben ist zum einen, wenn wir den Bericht schreiben, wiederholen wir das Ganze, was wir eigentlich in dem Ausbildungsbetrieb gemacht haben, die Tätigkeit, und verbinden das Ganze mit dem theoretischen Wissen. Und nach einem Jahr, nach 2 Jahren, können wir entsprechend dessen darauf zurückgreifen und wir haben es einfacher. Natürlich ist die Berichtsmappe bzw. dieser Ausbildungsnachweisordner verschieden gestaltet. Diejenigen, die Spaß daran haben, gestalten das. Diejenigen, die nicht Spaß daran haben, lassen nur Texte rein. Das war's. Der zweite Vorteil bei dem Ganzen ist ganz einfach. Wenn ihr Kollegen habt, beispielsweise bei mir im Betrieb war es damals so, ich hatte jeweils 3 Monate in einer Abteilung und musste die Abteilung wechseln. Somit konnte man beispielsweise, wenn der Kollege gefragt hat, ja, also Mitauszubildende, ja, ich komme in den das nächste Monat in die Abteilung, was hast du da gemacht? Dann kann man denen etwas Rücksprache halten, denen die Berichte zeigen ein bisschen, natürlich nicht, dass er abschreibt. Und so hilft ihr euch beiden. Du wiederholst es quasi für deine Prüfung und er weiß dann ungefähr, was er zu tun hat. Und noch der dritte Beteiligte, der daran einen Vorteil hat, ist derjenige, der ausbildet. Das heißt, er muss nicht immer wieder von neu das von 0 auf 100 wieder das gleiche mal erzählen, sondern derjenige, der den Bericht schon gelesen hat oder ein bisschen sich vorinformiert hat, kann dann entsprechend gezielte Fragen drauf stellen und der andere, der erfahrene Mitarbeiter, kann dementsprechend gezielt helfen. Das waren die Vorteile und eins zum Schluss, was die meisten gemacht haben, vor der Prüfung die ganzen Berichte geschrieben, auch von 3 Jahren also. Wer sich den Stress antun kann oder möchte, soll sich das antun, aber denkt dran. Da sind gerade mal 10-15 Minuten pro Tag, wenn ihr Tagesbericht, also wenn ihr Wochenbericht schreiben müsst, damals war es bei mir so, ich musste Wochenbericht schreiben. Erst zum Ende meiner Ausbildung konnte ich dann Monatsbericht schreiben. Aber es war maximal eine halbe Stunde Aufwand und entsprechend dessen diese halbe Stunde jede Woche einmal eine halbe Stunde aufgewendet und am Ende muss ich keinen Bericht nachschreiben. Aber wenn ihr das Ganze schleifen lässt, dann müsst ihr irgendwann mal am Ende von den ganzen 3 Jahren die ganzen Berichte schreiben. Und das ist eine Menge. Deswegen tut euch lieber den Stress nicht an und schreibt eure Berichte. Das war Alexander von Lernbord. Auf Wiedersehen.